Liebe Pfalz- und Weinfreunde, heute sind wir hier im Weinkeller der Winzergenossenschaft Herxheim am Berg. Gemeinsam mit Inga Storck, ehemaliger pfälzischer Weinkönigin und ehemaliger deutscher Weinprinzessin, möchten wir euch heute unsere drei ausgewählten Winterweine zu verschiedenen Käsekombinationen vorstellen. Wir beginnen mit dem ersten Wein, und zwar ein 2019er Weißburgunder Edition Trocken vom Weingut Bergtold Reif und Nett aus Duttweiler. Ich finde, der hat auch so ein bisschen Karamellnoten, oder? Also man merkt, dass der Holzfass gelegen war. Aber auch ein bisschen feine Fruchtnoten, würde ich sagen. Pfirsich. Mhm. Ja, und zu so einem schönen, eleganten Wein, finde ich, passt ein Périgueux-Weichkäse aus Südfrankreich. Kann ich mir auch wirklich gut vorstellen zu dem Weißburgunder. Was hier eigentlich ganz cool ist, am Anfang erstmal den Wein haben wir schon probiert, den Käse jetzt einfach mal pur probieren, wie schmeckt der, und danach das Ganze mischen. Wirklich super cremig, und also der wirkt jetzt auch nicht irgendwie zu heftig, sondern sehr ausgeglichen. Vielleicht. Auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist, ich würde jetzt gerade noch mal so ein Stück Käse abmachen, in den Mund packen und dann einen Schluck Wein dazu und das Ganze so ein bisschen vermischen und schauen, wie die beiden zusammen schmecken. Weiter geht's mit dem zweiten Wein. Hier haben wir einen 2018er Chardonnay Trocken aus dem Edesheimer Mandelhang vom Weingut Burdi aus Edesheim. Ja. Riech mir mal rein. Ich muss auch sagen, die Farbe ist ja auch echt schön. So einen leichten Goldschatz mit drin, ne? Ja. So ein bisschen. Schön. Was Edles gleich. Ach, schön kräftig. Also bleibt lange im Mund. Ich finde trotzdem, dass der Wein super filigran ist. Der hat so eine zarte Säure. Genau. Und dazu würde ich jetzt einen Camber di Capra aus Italien empfehlen. Der besteht zu 100% aus Ziegenmilch. Möchtest du gerade dir ein Stück? Gut. Man erwartet ja, dass der so ein bisschen, keine Ahnung, stallmäßig riecht und schmeckt, aber er ist tatsächlich super mild und so ganz zart. Ich bin echt gespannt, wie der schmeckt in Kombination mit Wein. Ich persönlich finde, dass die Ziege, in Anführungszeichen, jetzt viel mehr rauskommt. Also es ist immer noch cremig, aber der Wein wirkt jetzt auch ein bisschen trockener. Ja. Die Karamellnoten für mich sind so ein bisschen verschwunden und er wird ein bisschen fruchtiger und auch so ein bisschen kräutriger. Also verändert sich so die Aromatik ein bisschen. Total, ja. Also das ist super spannend. Die letzte Runde macht der QVA vom Weingut Anselmann aus Edesheim. In dem Cuvée verbirgt sich Syrah, Pinot Noir und Cabernet Sauvignon. Dankeschön. Oh ja, gleich so eine Fruchtbombe. Ja, so schöne Sauerkirsch, Cassis-Noten. Ja. Super würzig. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich ihn unterschluck, als wäre er ganz lange hinten, sondern er bleibt einfach am Gaumen mit total dem Grip und sagt, hallo, hier ist die grüne Paprika, ich bin schön würzig. Im Vordergrund. Das ist super schön, ja. Und es gibt so viele verschiedene Kombinationen an Käsemöglichkeiten, Wein dazu. Ich würde sagen, probiert es doch einfach gerne mal daheim aus und macht eure eigene kleine Reise. Aber in dem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl. Die Pfalz. Die Pfalz.